Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Trials Fusion, doch, stimmt. Gott, meine Stimme ist gerade abgekackt. Entschuldigung, es ist doch früher morgen, ich bin gerade erst aufgestanden. Und dementsprechend bin ich bereit. Nicht? Doch, eigentlich schon. Wir gehen heute in Welt 3 und ich habe die Welt nicht mal zur Hälfte abgeschlossen. Oder habe ich die Doch, ich habe die abgeschlossen. Allerdings gefühlt überall nur Bronze. Das sind aber auch schon mittelschwere Strecken. Eieieiei. Boah, Zeit 1 Minute 12. Okay. Aber wir werden uns das gleich angucken. Also hier bin ich wirklich froh, wenn ich erstmal die Welt einfach nur schaffe. Ob Gold oder nicht, ist mir erstmal egal. Welcome to the Samsara Industries Training Program, Level 3. Welcome back, Tiger. Today we'll learn some advanced techniques. On a steep hill, take it slow. Lean forward and don't press the gas pedal all the way. Yeah. Ich glaube, der war eigentlich nicht wirklich gut, aber ist mir auch egal. An! Yes! Ah! Ich dachte, ich sollte da runter. Ach nein, ich soll das nach vorne kippen. Okay. Hab's verstanden. Wo bin ich denn da gecrashed? Alter Junge! Nice. Okay. Wenn das jetzt von mir in den Rennen verlangt wird, dann sehe ich aber auch erstmal schwarz. Aber mal sehen. Wir gehen ins erste Level. Das habe ich sogar schon auf Silber beendet. Nehmen den Roach. Den Papa Roach. Das dauert 55 Sekunden. Da hätte ich abbremsen müssen, ne? Okay. Ich bin jetzt bei 55 Sekunden. Okay, ich glaube, das Schwerste wird hier aber wirklich die Zeit. Ich probiere es nochmal. An sich ist die Map definitiv nicht schwer. Da ist nur dieser eine Sprung ein bisschen blöd.
Doch. Okay. Yes, Gold, easy. So sieht's aus. Nice. Gut. Das freut mich doch schon mal. Nächst, Park and Ride. Da habe ich nur Bronze. Yay. Vor allem 1 Minute 30. Wie lange sind denn die Strecken jetzt? Eieiei. Ich werde hier jetzt erstmal natürlich mit Vollgas durchfahren. Was ist da hier? Hier habe ich schon gesehen. Ja. Okay, das ist hart. Sowas muss ich halt noch ein bisschen lernen, dieses steile Wände hochfahren. Da sehe ich mich nämlich noch nicht so wirklich. Fuck. Checkpoint noch gekriegt. Ich habe wenigstens schon mal die Silbermedaille geholt, ja? Oh scheiße, ich wollte eigentlich auch wiederholen drücken. Na, ist egal. 1 Minute 2 ist Gold. Durf ich hinfallen? Ich durfte einen Fehler machen. Okay. Also das mit dem Wendehof fahren, das muss ich noch ein bisschen lernen. Da sehe ich mich halt noch nicht so wirklich. Auch mit dem Bunnyhop, da werde ich mich auch... Werde ich auch ein paar Versuche brauchen müssen. So, hier der Anfang, der war ja absolut nicht schwer. Ah ja, da hing ich aber gerade mal kurz fest. Aber nicht schlimm. The City Park is among the very few squirrel conservation sites. So, jetzt kommt die Wand. Das heißt, jetzt nicht allzu schnell fahren. Warum kriege ich das beim zweiten Mal so perfekt hin? Ich kann eigentlich jetzt schon wieder neu starten. Hoffe, jetzt bin ich ein bisschen spät losgefahren. Ah, jetzt falle ich direkt am Anfang hin. Okay, das war ein starker Sprung. Da war das jetzt völliger Bullshit. Egal, wenn ich die Wand gut hochklettere, dann geht's ja noch. Vielleicht. Warum kriege ich das beim ersten Mal nicht hin? Ich verstehe es nicht. Danke. Warum crashst du denn jetzt da? Oh mein Gott. Okay, ich bin jetzt unten rumgefahren. Ist mir aber auch egal.
jetzt nämlich zwei Crashs gemacht, ne? Oh, das wär's gewesen. Und dann macht er am Ende noch einen Crash. Och man, Junge. Ich bin halt einfach nur froh, dass ich mir überhaupt einen Crash erlauben darf. Oh, ist das dein scheiß Ernst? Ich meine, eigentlich ist es mir heute egal, ob ich jetzt... Ich würde die Goldmedaille natürlich auch offscreen machen, also so ist das jetzt nicht. Die muss ich jetzt nicht unbedingt im Part machen, aber... Ich sehe, dass das hier definitiv machbar ist. Also das ist jetzt keine Strecke, wo ich sage, dafür brauche ich eigentlich viel mehr Versuche. Nur der stürzt gerade einfach total dumm. Jetzt stürzt man nicht hier direkt am Anfang, danke. Weil die Strecke sieht halt echt nicht schwer aus. Natürlich, wenn man so einen Scheiß baut. Aber egal. Alles noch in der Zeit. Alles noch in der Zeit. Gib mir Gold! Sag ich doch! Easy. Okay, da wären wir schon nur noch 6 Medaillen. Das sieht doch nice aus. Also Level 21, da sehe ich mich auch. So, fettes Luftschiff. Vier Fehler, eine Minute 22. Über den Wolken muss die Freiheit. Alles klar. Schauen wir mal. Fanpost. Okay. Okay, jetzt bin ich gespannt hier. Hier, auf dem Zettel liegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, ich habe nicht damit gerechnet, dass mich das hochballert. Das musst du halt vorher erstmal wissen. Das wusste ich nämlich nicht. Einen Fehler darf ich mir bestimmt wieder erlauben. Jai. Das Ziel. Ah, Silber. Schade. Was brauche ich denn für Gold? Mein Gott, ich bin einmal sehr, sehr dumm gestürzt. Das muss man mir ja lassen. Und zwar hier, weil ich nicht wusste, dass mich das hochboostet. Knapp, Alter. Da habe ich mich schon eigentlich stürzen sehen. Aber ich finde die Map mega geil. Also die Map macht richtig Spaß. Komm, unter einer Minute. Ja, wollte ich schon sagen, ohne gestürzt. Muss Gold sein. Zwei Medaillen heißt das. So. Level 22. Next! Bisher läuft's wieder richtig, richtig gut. Hafenhype. Naja, ob ich da so hype bin, weiß ich nicht. Eine Minute 12, Alter, die Strecken werden immer länger. Ich will kurze Strecken. Da weiß ich, dass ich da nicht so viel falsch machen kann. Ach ja. Okay.
schon mal schneller rausgekommen als mein früheres Ich. Wie, das war schon, das war die ganze Map? Was hab ich beim letzten Mal denn angestellt? Das war ja easy Gold. Aber easy. Holy crap. Okay. So, machen wir jetzt erstmal ein schön schmackhaftes Training. Mal ein bisschen zum Runterkommen. Welcome to the Samsara Industries Wind Tunnel. Okay, jetzt kann ich Tricks üben. Und wie mache ich den? Oh nein, jetzt habe ich... nach hinten. Nein. Jo! Nein, du musst... Du hast ja noch eben gemacht. Mann, was ist denn mit dir? Danke. Ja, ist schon wieder der Superman. What the fuck? Wie? Nicht der Coffin. Alter, die Spike aber auch gerade zu halten, ne? Du sollst mit den Armen doch nur ein Stück nach hinten. Ja, da war es doch gerade. Mann, er macht nicht das, was er machen soll! Och, Junge! Danke. Och nein, bitte nicht. Na, Hauptsache jetzt macht er den die ganze Zeit, weißt du? Mann, Alter, das Bein dreht sich die ganze Zeit mit. Diese Scheiße ausgedacht.
Da! Kiss of Death! Achso, ich muss kopfüber stehen. Ich mach ihn doch! Nee, Leute. Nee. Nee. Ich hab das schon mal geschafft. Ich mach das jetzt nicht nochmal. Alter. Er macht einfach nicht das, was er machen soll. Es ist unfassbar. Ich meine, es gibt eh keine Medaille. Kann mir scheißegal. Und das regt mich mehr auf, als die scheiß Strecken. Oh, jetzt muss ich mit dem Foxboat fahren. Okay. Benötigt 14.000 Punkte. Oh nein, sag. Oh nein, jetzt muss ich die Tricks machen. Oh nein. Natürlich muss ich jetzt die Tricks machen. Hallo! Wie, das gibt 0 Punkte. Jetzt gecrashed bin. Schade. Boah, du verlierst so viele Punkte, wenn du wieder zurückgesetzt wirst. Holy crap. Denn keine Punkte? Warum hat das denn gerade keine Punkte gegeben? Warum gibt es denn keine Punkte? Hallo? Also wenn ich jemanden sehen würde, der so mit seinem Bike umgehen würde, Alter, dann würde ich einmal Geld geben. Wieso gibt das denn keine Punkte? Es ergibt gar keinen Sinn. Alter, ist das ein Sch... Er erkennt nicht mal hier die Tricks, weißt du? Ich weiß nicht jetzt, wie in den Kopf hingeht. Gold! Yes, ich muss das nicht nochmal machen. Holy Gott, 13.000 Punkte habe ich. Achso, der Trigger hat gerade 19.000 Punkte gegeben, weil ich noch auf meinem Hinterding da gegrindet bin. Gott sei Dank, Alter. So, eine Medaille noch und wir kriegen die nächste Welt. Oh. Gott sei Dank, abgefahren. Oh, es ist aber auch wieder ein Parcours. Hier geht es nicht wieder um normales Trials Fusion hier. Eine Distanz von 100.000 Metern? Das sieht sehr, sehr geil aus.
100.000 Meter haben wir auf jeden Fall schon mal drin. Shit. Ah, neues Event. Ich will trotzdem Gold. Ich verstehe zwar noch nicht, was das mit der Energie zu tun hat. Na! Ah! Wäre schon geil, wenn ich heute die ganze Welt auf Gold abschließen würde. Jetzt komm, jawoll, easy. Egal, Gold. 230 Meter. 230.000 Meter natürlich. E.C. 75 Meter als nächstes, ey. Aber egal, auch die komplette nächste Welt auf Gold. Holy shit. Nice. Die Bergwaldrennen habe ich freigeschaltet. Und damit habe ich 39% der Story schon erfüllt. Das heißt, es geht schnell. Aber wie gesagt, ich denke, dass die nächsten Strecken wieder hart werden. Also die habe ich ja noch nicht mal angefangen. Also die Strecken bin ich, glaube ich, noch nie gefahren. Nein. Gut. Das heißt, das wird komplett neu. Ab dem nächsten Part wird es blind, quasi. Bin ich gespannt. Denn ich würde den Part ganz gerne schon hier beenden, weil ich denke, dass ich versuchen werde, eine Welt pro Part abzuschließen. Ab jetzt. Weil jetzt werden die Welten halt ein bisschen knackiger. Und dann werde ich auch dementsprechend länger brauchen für die nächsten Welten. Und jetzt die ganze Welt auf Gold abgeschlossen zu haben, das tut mir schon im Herzen gut. Definitiv. Da gehe ich mit einem guten Gefühl schlafen heute Nacht. Auch wenn jetzt erst morgens ist. Aber ihr wisst Bescheid. Gut, Leute, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.